guten Tag. Dürfte ich Sie für 100 Euro pro Tag massieren? Auch den Löffel? Bevor es losgeht, pusht den Abo-Button und die Glocke. Und wenn ihr noch mehr tägliche Chats sehen wollt, dann checkt mal unsere Instagram-Seite, gibt's Insta ab und lasst auch dort ein Abo da. Los geht's. Hey, ich bin sehr interessiert an mehreren Pieces, bin mir nur wegen der Größe unsicher. Normalerweise trage ich immer M, aber du hast hier jetzt L stehen. Wie ist denn der Fit? Antwort wäre dope. Hey, also erstmal verkaufe ich hier nur ein Shirt. Der Fit ist bei mir leicht Oversize am Sitten. Ist doch lit, oder? Crow stylt ja auch immer mit L und ist eigentlich eher so ein S-Typ. Ich denke, der Shit sitzt bei dir straight. Easy boy, dann wird das wohl fitten. Ich komme morgen mal vorbei und schau mir das gute Piece nochmal genauer an. Hi, hab es leider heute Morgen nicht geschafft, hab verschlafen. Wann schaffst du es denn, das Geld zu überweisen? Warum? Es gibt Leute, die müssen arbeiten gehen. Hey, ich hab doch nur ganz lieb gefragt, wann du das Geld überweisen kannst. Geduld, heute Abend vielleicht. Pass mal auf, man kann ganz normal miteinander reden bzw. schreiben. Diese tausenden Fragezeichen kannst du dir wirklich sparen. Kommt nicht gut an. Das muss ich mir echt nicht antun. Du brauchst das Geld nicht mehr zu überweisen. Das Thema ist für mich durch und das iPhone würde an jemand anderen gehen. Du bist so behindert. Hast du Geldnot oder warum brauchst du das Geld so dringend? Du wirst von meinem Anwalt hören. Deine Schnauze würde ich nicht so weit aufreißen, Freundchen. Hätte ja sein können, dass sie ein reicher Mann sind, der das auch günstiger abgibt. Aber 1 Euro ist nun wirklich eine Frechheit. Da kann ich die Hose auch gleich verschenken. Außerdem bin ich arm. Ich auch. Scheiße. Aber ich klaue immer Geld. Was? Wo denn? Na, bei fremden Menschen. Ehrenmann. Eher Ehrenfrau. Guten Tag. Ich hätte großes Interesse an der Wohnung. Könnten Sie mir bereits sagen, wie lange die Untervermietung geplant ist? Hallo, die Untermiete ist unbefristet. Gruß. Gibt es Bilder oder einen Grundriss der Wohnung? Ja, es gibt Fotos, die ich dir gerne zukommen lassen kann, wenn ich weiß, wer sich für die Wohnung interessiert. Einkommensnachweise und Schufa-Auskunft kann ich dir gerne zukommen lassen. Hab alles vorliegen. Oder was benötigst du? Ich suche eine attraktive Untermieterin. Eine, die mir gefällt. Was denkst du denn, was ich benötige? Du benötigst ganz dringend einen auf die Fresse. Guten Tag. Wie teuer soll die weiße Mütze denn genau sein? Gruß. 20 Euro zuzüglich Versand, bitte. Inklusive Versand? Wäre super, wenn das klappen würde. Nein, tut mir leid. Warum nicht? Wenn ich etwas verkaufe, dann mache ich es auch immer versandkostenfrei. Erstens bin ich nicht Sie. Zweitens kann ich es versandkostenfrei machen, dann steigt der Preis aber auf 25 Euro. Drittens, wenn Sie keine Versandkosten zahlen möchten, können Sie die Mütze auch einfach abholen kommen. Okay, dann halt 25 Euro. Hast du PayPal? Yep. Okay, Zahlung ist raus. Geld ist da. Hä? Was? Hab das Geld zurückgeschickt. Es sind nur 24,15 angekommen. Oh, du Idiot. Das waren 25 Euro, aber PayPal zieht die Gebühr ab. Ja, es sei denn, Sie klicken auf Übernahme der Kosten. Sie wollten über PayPal zahlen, ich wollte 25 Euro haben. Wie können Sie einfach davon ausgehen, dass ich irgendwelche Gebühren zahlen will? Sie hätten mir das Geld auch überweisen können. Spinner. Lass gut sein. Spinner, bye. Ich werde Sie jetzt melden. Name und Adresse habe ich ja. Spinner, melde Muschi. Schönen guten Tag. Ist der Schrott noch zu haben? Ich würde das alles auf einmal abholen. Ich habe einen großen. Ich habe auch einen großen. Okay. Okay. Hallo, ich möchte bekommen, ich kann 20 geben. Mit freundlichen Grüßen. Hallo, ich kann das Controller für 30 verkauf. Wie viel 20 kann funktioniert? Freundliches Gruß. Hallo. Wie viel kann man mit wie viel machen? Hallo. Ist genug da? Link bitte. Danke. Guten Tag, was letzter Preis? Besitzen 2 Kamele in Indien, wollen tauschen gerne? Gute Kamele, Bombenhöcker. Ach ja, endlich normale Leute. Erfüllen morgen Mittag, wann möglich? 40 Euro. Adresse? Nein, der Preis bleibt, wie auch in der Anzeige steht, bei 99 Euro für die beiden AirPods mit Ladecase. Bitte, ich schicke das nach Afrika und die Zahl da nicht viel. Die haben keines Geld da so viel wie du, Chikarofil. Das, mein Lieber, interessiert mich herzlich wenig. Gott zum Gruße. Erlaubt die Frage, ob der Kraftwagen noch zu verkaufen gilt. In freudiger Erwartung Ihrer Antwort. Guten Tag, welche erquickende Anfrage Ihrerseits. Noch ist die Motorkutsche verfügbar. Allerdings ist noch eine holde Maid stark interessiert. Falls er also das Geschäft für sich verbuchen möchte, so möge er sich sputen. Passt tauschen und noch Geld? Nein. 5 Euro? Nein. 10 Euro? Auch nicht. 14 Euro? Damit wäre ich einverstanden. Okay, und ich gebe dir andere Spiel, was 10 Euro wert ist und 4 Euro Bar dann, okay? Nein.
Nein, kein Tausch. Bitte. Nein. Aber mein Kindergeld ist schon fast weg wieder. Junge, es reicht. Okay, dann nicht, du Fratzbirne. 30 Euro, jetzt ich komme. 10 Euro. Was? Komm für 10 Euro holen. Ah, bist du sicher? Hallo? Nein, warte kurz. Mir schreibt doch jemand. Ach, scheiß auf den. Komm, wir machen sogar 5 Euro. Okay, krass. Ich brauche noch deine Adresse. Lebach. Hast du Auto, also bist du über 18. Ich brauche das Schuhe. Ja, VW, ich habe Auto. Golf. Tauschst du Schuhe auch gegen Golf? Hallo, schöne Frau. Leider habe ich nicht genug Geld, um den Artikel zu bezahlen. Da wir aber in der gleichen Stadt wohnen, wollte ich Sie fragen, ob ich dieses Produkt auch mit körperlichen Gefälligkeiten zahlen könnte. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber vielleicht ist es auch Schicksal. Was? Die Badetücher sind zu verschenken, Sie notgeiler Eimer. Hallo, würde 2 Tickets für 200 Euro gerne nehmen. Würde mich riesig freuen. Liebe Grüße. 600 Euro. Eine hat 385 gekostet. Schade, dann hoffe ich, dass Sie verfaulen. Und ich, dass Sie das Rennen schön am Fernsehen verfolgen. Ja, mit deiner Frau. Besser als mit deiner Tonne. Ja, finde ich auch. Vollspacken. Größerer Vollspacken. Ich hoffe, dir rutscht beim Händewaschen der Ärmel nach unten. Immerhin habe ich Geld für Tickets, du Opfer. Wir können uns auch gerne vor dem Ring treffen und boxen. Der Gewinner bekommt die Karten, ha? Wie sieht's aus? Nee, ich habe da lieber Geld als kein Hirn wie du. Danach hast du auch keins mehr, also komm doch. Spaß. Hoffentlich pisst es genau über deinem Platz. Ist überdacht, du Opfer. Hoffentlich ist es windig, dass es dich trotzdem anpisst. 100 Euro, danke. Hallo, meine Schmerzgrenze wäre bei 135 Euro. Mit freundlichen Grüßen. 100 heute, danke. Nein, danke. Wenn du das noch schaffst, es heute abzuholen, wäre das sehr gut. Heute würde ich das leider nicht mehr schaffen. Wäre es sonst möglich, dass sie es bis morgen für mich reservieren? Ja, okay. Kann ich machen. Bin morgen früh aber nur bis 9 zu Hause. Okay, danke. Dann würde ich morgen Vormittag gegen 11 Uhr vorbeikommen. Guten Tag, ich hole das MacBook heute um 15 Uhr bei Ihnen ab. Hallo? Das geht mir jetzt gerade dann doch ein wenig zu schnell. Der Preis von 900 Euro passte, ja? Nein, 500 gebe ich max. Was? 500 max. Nee, das ist mir zu wenig. Junge, pick den Hut. 500 max, sonst Ende. Es reicht wirklich. Was geht denn jetzt hier ab? Der eBay-Nutzer hat sie blockiert. Sehr geehrte Frau Sandra, ich bewerbe mich für die beiden Innenfilter. Könnte morgen circa 19 Uhr abholen. Mit freundlichen Grüßen. Hallo, vielen Dank für deine Bewerbung. Die Filter freuen sich morgen auf ein Vorstellungsgespräch um 19 Uhr. Bitte finde dich bei Sandra XXXXX in Wuppertal ein. Sollte das Gespräch positiv verlaufen, bekommst du den Job als neuer Besitzer. Liebe Grüße, Sandra. Bin interessiert. Perfekt. Wie möchten Sie das Geld zahlen? Nicht. Bitte? Sie wollen nicht zahlen? Ja. Dann kann ich Ihnen leider auch nicht die Tasse zuschicken. Betrug. Der eBay-Nutzer hat sie blockiert. Hallo, ich bin Influencer mit hoher Reichweite und wollte fragen, ob ich die Kamera umsonst haben kann. Würde dich dann auch bei Insta und so erwähnen? Sehe ich aus wie ein Geldscheißer, dass ich 420 Euro zu verschenken habe? Wie gesagt, ich würde dich in einem Insta-Post erwähnen. Und was soll mir das bringen? Ich verkaufe aktuell nur diese Kamera. Naja, ist doch klar. Wenn ich dich verlinke, merken sich die Leute deinen Namen und kaufen dann alles bei dir. Also, so ein Quatsch habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Wie viele Follower hast du denn, bitteschön? Ach, das spielt doch keine Rolle. Mit meiner guten Kamera wird mein Kanal safe abgehen. Vielleicht solltest du mal deine Mom beinfluencern, dass sie dir das Geld für eine Kamera gibt. Ach nee, die findet das ja nicht gut. Also pass auf. 415 Euro Influencer-Bonus. Nein, umsonst bitte. 2 Tage später. Dann halt nicht, du Lelek. Wenn ich 1 Million Follower habe, beißt du mir in den Arsch. Liefern Sie nach Dresden? Ich kann helfen, bin Tischler. Ach, schön, freut mich. Wie würden Sie denn bei dieser Treppe vorgehen? Abreißen. Ich bin interessiert, das zu kaufen für 50 Euro. Hä? Was? Das ist viel zu wenig. Bitte, ist du für meine Freundine. Hä? Guten Tag, dürfte ich Sie für 100 Euro pro Tag massieren? Auch den Löffel? Nur Massage. Ja, auch den Löffel? Der eBay-Nutzer hat sie blockiert. Ja Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, welchen WhatsApp-Chat ihr am lustigsten fandet. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres spannendes Video für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.